Sie hat ihr Ziel erreicht, Leben im Luxus ohne zu arbeiten. Denn die Juwelen, die Luxusautos und die teuren Klamotten zahlt er, Mr. Rich. Geld ist geil, ich liebe Geld und ich liebe meinen Mann, Mr. Rich, die hat so viel Geld. Die einst arme Ukrainerin hat sich den 50 Millionen Euro schweren Bauunternehmer mit voller Absicht geangelt und steht dazu. Er ist der beste Accessoire einer Frau. Liebt Irina einen Sack voller Geld oder den Mann? Das Luxusweibchen rät nun sogar in einem Buch anderen Frauen, ihre Zeit nicht mit einem armen Schlucker zu verplempern, sondern selbst auf Jagd nach Mr. Rich zu gehen. Männer sind am Ende sehr, ich würde sagen, nicht gleich, aber doch ähnlich. Und wenn schon, dann kann man eine Reichen behalten. Die Ehe als der perfekte Deal. Aber wo ist die Grenze zur Prostitution? Was ist schlecht an Prostitution? Wenn beide zufrieden sind und eine geben und nehmen. Vor 14 Jahren heiratete die heute 41-jährige Irina Bella ihren Mr. Rich. Und seitdem hat sie fette Beute gemacht, ihren Mann ausgenommen, Juwelen und Luxusautos abgestaubt. Wenn sie shoppen geht, gibt sie gern mal rund 20.000 Euro aus. Einfach so. Also auch das Auto eben Geschenk ihres Mannes? Ja, klar. Alles Geschenke von meines Mannes. Und diese Designertasche hat sie gerade erst eingesackt. Sie kostet 40.000 Schweizer Franken, also ich weiß nicht, Euro, 30.000 Euro, ja, mehr. 31, 32. Es ist ein typischer Tag im Leben von Irina Bella, die schon so lange nicht mehr gearbeitet hat, dass sie sich kaum mehr erinnern kann. Kinokritikerin war sie angeblich mal. Ihr Lifestyle in Zürich, das ist Sport mit dem Personal Trainer, shoppen gehen und Beauty Treatments. Wir begleiten sie, doch plötzlich stellt sie fest, dass ihre Lieblingsuhr kaputt ist. 25.000 Euro hat sie gekostet und jetzt geht sie nicht mehr. Was tun? Ganz klar, das ist ein Fall für Mr. Rich. Marito, meine Uhr funktioniert nicht. Mach was. Also, ich weiß nicht, ich habe sie schon geschüttelt. Es ist bei mir immer noch 8 Uhr am Morgen. Es liegt nicht an Batterie, weil es ist ein Automat. Du weißt ungefähr, was mir gefällt, oder? Nein, nicht überraschen. Ich hasse Überraschung. Irina Bella hat ihren Mann zum Juwelier beordert. Der Gatte wartet dort schon brav mit einer Auswahl an Diamantuhren. Frau Bella greift beherzt zu. Eine rot-goldene Uhr mit Diamanten. Wert rund 30.000 Euro. Schon entschieden. Ja. Das ist wie für mich gemacht. Ja. Merken Sie das? Machen Sie das alles in vollem Bewusstsein und wie finden Sie das? Also nehmen Sie, ich nehme das ziemlich locker. Natürlich merke ich das. Mein Mann hat doch ein bisschen Geld. Warum nicht für seine Frau ausgeben? Wenn er, es macht ihm Freude, wenn ich glücklich bin. Und wenn ich glücklich bin, dann ist er auch glücklich. Irina Bella sagt, alle Frauen wollen einen Mr. Rich. In ihrem Buch gibt sie relativ banale Tipps, die aber angeblich direkt vor den Traualtar mit einem Superreichen führen, wenn man sie befolgt. Tipp 1, falle auf und zeig, was du hast. Zum Beispiel in einer durchsichtigen Bluse. Das, was man nicht sieht, existiert nicht. Man muss schon auffallen. Tipp Nummer 2, wenn du die Aufmerksamkeit des millionenschweren Opfers hast, dann flirte ihn an. Aber nur flirten, auf keinen Fall mehr. Darf ich als Frau den ersten Schritt auf Mr. Rich zumachen und vielleicht sagen, ich möchte sie gern kennenlernen? Nein, never und ever. Es ist und bleibt Männersache. Tipp 3, zögere den ersten Sex sehr lange raus. Wenn er ernst meint, dann wird er warten. Sogar er wird es gut finden, dass Frau keine willige Matratze ist und sofort Beine breit macht. Hat Frau ihren Mr. Rich dann aber im Sack und ist verheiratet, hat Sex seinen Wert. So berechnet Irina Bella bestimmte Sexpraktiken mit Schmuck im Wert von 20.000 Euro. Für normalen Sex muss mindestens ein Boutique-Besuch rausspringen. Wir fragen uns, ist das nicht einfach nur eine Form von Prostitution? Ich finde, jede Frau ist eine Prostituierte. Auch die, die sich vor einem Chef im Büro nett macht und findet ihn eigentlich schlecht. Ist das auch Prostitution? Ich meine, das ist eine Philosophie. Und eigentlich, was ist schlecht an Prostitution? Wenn beide zufrieden sind und eine geben und nehmen.
Die Bellas checken ein in einem Luxushotel. Irina hat Pressetermine und will am Abend mit ihrem Mr. Rich einen Ball besuchen. Er hat mit seinem gut gefüllten Portemonnaie alles organisiert. Von der Suite über den Fotografen bis hin zur Visagistin und den Häppchen. Gut organisiert. Ich gebe dir heute noch einmal ein Küsschen. Okay. Mal gibt's Bussi-Bussi, dann wieder Saures. Zuckerbrot und Peitsche. Übrigens auch ein Tipp von Irina, wie man mit superreichen Männern umgehen muss. Becky, kannst du mir Wasser ohne Kohlensäure bitte bringen? Gibt's. Augen auf. Irina nennt ihren reichen Ehemann vor laufender Kamera Specky, er, der ihr alles zu Füßen legt. Walter Beller ist nämlich ein ganz knuffiger, großzügiger Gentleman, der aus ärmsten Verhältnissen stammt. Warum hat er sich für so ein Luxusbiest entschieden? Man will nicht eine Frau, wo man sagt, Mensch, die haut eben so rein wie ich, die ackert so wie ich. Das ist für sie nicht eine Bedingung, wenn man so hart für sein Geld gearbeitet hat. Erwarten Sie nicht von einer Frau. Nein, im Gegenteil. Das ist das Schlimmste, was es sein kann. Dann ist sie am Abend, wenn sie nach Hause kommt, ist sie kaputt und müde und lustlos und lacht nicht. Entschuldigung, das genügt, wenn ich so komme. Und sie, Irina Beller, hat auch ihre Gründe, warum sie so offen zur Millionärsjagd steht. Sie hat nämlich angeblich sehr gelitten unter ihrem Loser-Ex-Mann und der großen Armut. Das war wirklich Liebe auf den ersten Blick, was eigentlich nichts gibt. Wir haben uns kennengelernt. Und 3 Monate später geheiratet. Und er war wirklich sehr gut aussehend. Alle Frauen haben auf ihn geschaut und haben gesagt, oh wow, das ist ein so schöner Mann. Und er war so stolz. Und vor dem Spiegel wird er zu zweit gestanden und um Platz gekämpft, wer sich am schönsten findet und so. Aber kein Geld? Gar kein Geld. Er hat gerade geschieden. Und nicht viel für wirklich wenig verdient und am Ende hat er noch seinen Job verloren. Niemals hätte ihr Ex-Mann ihr so ein Collier für 500.000 Euro kaufen können. Das kann nur ein Mr. Rich. Es wird spannend, denn die Bellas fahren in ihrer Limousine auf dem Ball vor. Die Millionärsjägerin ist in Zürich keine Unbekannte und das Buch sorgt aktuell für Schlagzeilen. Sind wir mal gespannt, was die anderen Single-Society-Damen von Irinas Tipps halten. Wie findet ihr die Idee, dass eine Frau sagt, ich will mir einen reichen Mann angeln? Traurig. Traurig. Es ist schlauer, auf mein Herz zu hören. Ich denke, ich entscheide immer noch, den ich heiraten will, wo mein Herz fällt. Und da spielt es keine Rolle, ob da Geld da ist oder nicht. Ich bin eher ein Workaholic. Ich habe viele Ideen, die ich gerne umsetzen möchte. Aber da sagt sie zum Beispiel, das ist doch total dumm. Du ackerst, du arbeitest, ist doch viel zu anstrengend. Ist doch viel besser, zu Hause zu sitzen und er zahlt alles. Nein, für mich ist das Spaß. Ich mache das gerne. Irina Beller trifft Göck Görsoy, bekannt in ganz Zürich als Geliebter der aktuellen Miss Schweiz. Allerdings ist er so Irina leider nur ein armer Schlucker. Ganz offen sagt sie, es lohnt sich nicht, mit Männern wie ihm seine Zeit zu verschwenden. Er hätte sie nie interessiert. Mich nicht, nein. Warum nicht? Also wenn ich eine Affäre haben will, dann würde ich in Frage kommen. Ja, das ist immerhin für mich, immerhin. Ja. Ich habe noch nie Geld oder Mittel gebraucht, um eine Frau zu kriegen, weil ich glaube an mich selber, so wie ich bin, mit meinem Humor, mit meinem Dasein. Ich hatte es bis jetzt nicht nötig, mit Geld eine Frau rumzukriegen, sozusagen. Das sitzt. Und on top, die aktuelle Miss Schweiz liebt ihren Göck Görsoy auch ohne Millionen. Ich habe lieber Humor und Liebe als Geld. Irina Beller meint, Frauen schwindeln, wenn es um das eine geht. Jede will doch einen Mr. Rich, aber keine will es zugeben. Irina, was denken Sie von 10 Frauen? Ihrer Meinung nach wünschen sich wie viele Mr. Rich? Alle 10. Die Verkaufszahlen des Buches werden wohl zeigen, wie viele Millionärsjägerinnen es wirklich gibt, die die Tipps von Irina Beller lesen wollen. Wie angespannt du da sitzt. Das ist auch geil. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das Lustige ist, ihr seht das nämlich, er bremst mit, er schaltet eigentlich auch mit. Und das hat Spaß gemacht. Das war toll.